Wir sind zurück in der Nähe des kolumbianischen Pazifiks. Heute ist Lauras Geburtstag und Laura hat gesagt, sie will noch mal ein richtiges Abenteuer erleben, bevor sie 30 wird. Genau. Deswegen sind wir heute auf dem Weg in ein Dorf, das sich nennt San Cipriano, und wir nehmen jetzt ein Transportmittel, wo ich wette, das habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen, und deswegen bleibt dran. Also Laura, wir haben es gehört, die Kinder haben uns gesagt, einfach runtergehen, dann finden wir es hier gleich. Laura und ich haben ja auch schon unseren persönlichen Bodyguard. Was ist dein Name? Emanuel. Emanuel. Und er zeigt uns jetzt den Weg nach San Cipriano. Du sabes quanto costa la profita? 18 por persona. 18? Bueno. Brujitas, ne? Brujitas. Brujitas. Okay, brujitas. Moto con... Ah, sí. Y ahora para ahí o... No, por acá. Abajo, abajo. Abajo. Sí. Brujitas. Das sind die Brujitas, Laura. Alter, hier ist auf jeden Fall voll was los. Ja. Ah, guck doch an schon. Wie witzig. Okay, hi, Tickets. Dos Tickets, por favor. So, wir haben die Tickets gekauft. 18.000 pro Person. Den Rest habe ich Manuel gegeben. Con maletas? Sí. Sí. De la Bahai. Also wenn ihr mir erzählt, dass ihr schon mal so ein Transportmittel gesehen habt, ein Motorrad auf Schienen, dann glaube ich nichts mehr. Also ich habe sowas auf jeden Fall noch nicht gesehen. Mega interessant. Laura, hast du schon mal sowas gesehen? Nein, das gefällt mir nicht so viel. Wieso nicht? Weiß ich nicht, ne? Motorrad auf Gefährlich, oder? Ist nicht gefährlich. Nein? Nein. Das Hinterrad ist direkt auf den Schienen. Das Vorderrad ist hier festgeklemmt und fixiert auf den Schienen. So einfach kann man ja auch auf den Schienen fahren. Auf jeden Fall sehr gute Stimmung hier. Viel Party, weil heute Lauras Geburtstag ist natürlich. Wir müssen jetzt noch warten, bis unsere Zeit ist, um ins Dorf zu fahren, weil, wie ihr seht, gibt es hier nur eine Spur. Deswegen, wenn Leute entgegenkommen, kann man halt nicht fahren. Laura ist schon im Supermarkt, gucken, was die Früchte so machen. Hier warten die ganzen Motorräder. Da ist Party. Also, hier geht auf jeden Fall ordentlich was ab. Laura wäscht hier drinnen die Mango. Ich habe mir gerade ein Bier gekauft. Mit der netten Verkäuferin. Ey, Talorinha. Das ist das beste Leben. Hast du sowas schon mal gesehen in deinem Leben? Nein. Hier ist so ein Dorf. Mega interessant. So, der Motorrad ist bereits gestartet. Los geht's. Wir werden jetzt erstmal richtig eingegleist. Vamos! Juhu! Thank you.
Und wie war die Fahrt, Laura? Sehr entspannend. Also unser Fahrer hat auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Normalerweise dauert die Fahrt 30 Minuten oder 20 Minuten. Also wir waren, glaube ich, 10 Minuten hier. 10 Minuten. Oder mal schauen, was jetzt hier so abgeht. Ey, da wir sehen ja, wie voll ist das hier? So viele Leute. Also es ist auf jeden Fall mega voll hier. Und jedes Mal, wenn man hier auf den Schienen läuft, muss man aufpassen, dass nicht von der anderen Seite auf einmal jemand angefahren kommt. Ah, hier ist schon ein Hotel, ne? Ah, perfekto. Aquí? No. No? Es para tres personas. Ah. Mire. Sí, perfecto. Gracias. Ja, es bigger. Ja? Sí. Sí. Perfecto. Guck, wie ist das? Bambu. Bambus. Ja. Perfecto. Sí, muchas gracias. Es para mañana, para... Mañana cascada. ¿Cómo funciona? So, Laura. Dann erkunden wir mal San Cipriano ein wenig. Hier sind die Reifen für morgen, fürs River Tubing. Dos, por favor. Quanto custa una arepa? 3.000. 3.000, sí. Arepa con queso gibt es hier einfach überall. Neuer Tag, neue Arepa con queso. Schmeckt aber auch sehr gut hier. Sogar mit Honig. Wir haben es sehr vermisst, ne, Laura. Endlich wieder Regen. Endlich wieder Regen. Endlich wieder im Regenwald. Also ich kann immer nur noch wiederholen, es ist verdammt anders hier zu leben. Ne? Also man muss echt, weiß ich auch nicht, dafür geboren sein, glaube ich. Also ich könnte hier nicht für immer wohnen. Viele Moskitos. Viele Moskitos auch. Oder? 7.30 Uhr, wir haben eigentlich gleich unseren Trip um 8 Uhr, aber es regnet hier schon wieder genauso wie in Bahia Solano und hört nicht auf. Mal schauen, ob unser Trip stattfindet, aber es ist echt verrückt, diese Pazifikküste hier in Kolumbien, jeden Tag Regen, unglaublich. Laura ist schon wieder bedient, die hat gar keinen Bock mehr. Lecker Frühstück hier im Hotel, aber leider hört es nicht auf zu regnen. Und es geht schon wieder los, so wie in Bahia Solano. Kein Wasser mehr. Não dá nem pra escovar o dente. Wasser nicht in der Dusche zu haben, ist eine Sache, aber Wasser nicht in der Toilette zu haben, wenn man... Ja. Ja, ihr wisst schon, ist ja eine andere Sache. Let's go. Hier ist echt scheißegal, wie das Wetter ist. Hauptsache eine fette Box und gute Vibes. Also, wir betreten jetzt hier den Nationalpark in San Cipriano, mussten 5000 kolumbianische Pesos pro Person zahlen. Und wir haben auch nachgefragt, ob es möglich ist, das River Tubing mit diesem Reifen zu machen. Aber es hat so viel geregnet, dass der Fluss zu groß geworden ist und zu stark ist, deswegen ist es heute zu gefährlich und River Tubing ist abgesagt. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was wir hier so im Nationalpark machen können. Unseren Trip heute Morgen haben wir auch schon abgesagt, weil es so viel geregnet hat, deswegen werden wir nicht die großen Wasserfälle und so weiter sehen. Auch nicht, wir konnten das nicht mal, wir können nicht so die große Waterfall gehen. Habe ich gerade gesagt, wir haben unseren Trip abgesagt. Ja. Und deswegen gucken wir einfach, was hier in dem kleinen Nationalpark so geht. Hier wird traditionell gekocht in der Küche. Da können wir uns später was zu essen holen. Me gusta. Ne? Sieht gut aus, oder? Mhm. Ja. Ah, der Herr Water. Laura hat hier mal wieder ein anderes Getränk gefunden. Das haben wir nicht gesehen. Premio, Rojo, aber bei Fanta, wie man sieht.
Mal schauen, ne? Sowas gibt es bei uns in Deutschland nicht. In Brasilien glaube ich auch nicht. Probier mal. Schmeckt das? Schmeckt frutti. Boah, viel zu süß. Boah. Ja. Also nichts für mich. Mais um dia no meio do mato. Ich glaube, wir haben den Weg gefunden, Laura. Charco Oscuro. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas ist. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Dónde es cascada pequeña aquí? Hacia arriba. Arriba? Sí, tienen que volver a salir por donde entraron y coger hacia arriba. Sí, muchas gracias. So, ich glaube, jetzt sind wir hier richtig angekommen, Laura. Hier ist der Beginn. Wollen wir nach oben gehen? Ja. Das ist der Wasserfall? Ja. Der ist ja mega klein. Also ganz vorne, wo die ganze Menschenmasse ist, da kann man halt schwimmen. Und da gibt es einen kleineren Wasserfall. Hier kam noch ein zweiter gerade eben. Und Laura und ich gehen jetzt den ganzen Weg entlang, weil hier die wenigsten Menschen sind. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Wow, stell das rein, wie hier das Gerüst von der Brücke weggeknallt ist. Lass uns einfach bis ans Ende gehen und gucken, wo es am besten ist. Also die andere Gruppe hat uns gerade erzählt, wenn wir weiter runter gehen, da ist gar nichts, sondern wenn wir rechts gehen, da findet man anscheinend noch ein paar Sachen. Das glaube ich jetzt nicht. Wir suchen hier die ganze Zeit noch, ob es irgendwas anderes gibt, weil es gibt hier zwei Wege. Es ist ein Und erkennt ihr das hier wieder? Es ist einfach eine Runde. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Jetzt sind wir gerade den gleichen Weg nochmal gegangen, aber anscheinend doch nicht, weil jetzt haben wir doch einen anderen Wasserfall gefunden. Sehr verwirrend. Der Wasserfall war deutlich besser als die anderen, also haben wir doch noch was bisschen cooleres gefunden. Hier werden die Langusten gekocht. Willst du Languste essen, Laura? No? Quanto costa? Wow. Una langosta. La langosta. Ah, langosta non mi gusta, però mucciglia. Ese caiba. 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 Che cangrejo. E quanto costa una? 35. 35. Arroz, ensalada, patacco, completo. Sì. Lo trovo? Sì. Un plato. E poi c'è camarone. Langostino, camarone. Sì. Hola. Das beste Bier, das ich bisher hier in Kolumbien getrunken habe, ist auf jeden Fall Club Colombia. Und für Laura, Cola y Paula, so wie in Bogotá. Danke. Wie te gusta? Ja, aber. I prefer Fisch. Fisch? Eita, so difícil. Ja. Better than Lagosta. Besser als Langosta. Lagosta, no me gusta. Schwierig ranzukommen ans Fleisch. Ja. Ich glaube, mit Alkohol. Ja. Schmeckt gut. Fuerte. Ist es como Vanilla? No, es como el Samajón. O la piña colada. Ah, piña colada, mm-hmm. Sí. Bueno. Pero la vitamina. ¿Vitamina? Y porque recalienta. Fuerte. El café. Ay, esa muchacha se pasa. Sí. Ah. El café de aquí, este. Buenísimo, buenísimo este. Sí. Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta un? Eso, 20. ¿20? You would drink I will take for your family. You will drink the same. Why? Why not? La vitamina producida acá. Pero cuando da la degustación bien preparado. ¿Cuánto tiempo? Necesita sí, 12 horas así fuera. Ese es un problema. Seguir viaje. Ah, no. Tienen que tomárselo acá. Ah, no. Uh-huh. Sí, pero gracias. No, tranquilo. ¿No? Solo era sin compromiso. Ah, sí. Tranquilo. Ok, pero, bueno. Pues, muchas chao. Gracias. Okay.
Also eigentlich wollte ich gerade so eine Schnapsflasche kaufen, weil wir Lauras Familie überraschen werden zu Weihnachten. Da hätten wir die mit denen zusammen getrunken, aber die meinen, leider kann die nur 2 Stunden aus dem Kühlschrank bleiben, ansonsten wird die schlecht. Ja. Deswegen zurück zum Hotel und dann geht's ab nach Buenaventura. Was? Schau dir das an, wie die das ändern hier. Na, oder? Auf jeden Fall nicht so einfach, das Gepäck hier zu verstauen auf diesen Brujitas. Funktioniert? Ja, ja, wird noch alles schön geschmiert, damit das auch gleich schön läuft. Und blauer Himmel zum Abschluss. Laura, jetzt geht's nochmal los. Ein letztes Mal. Ja, wo guckst du? Ein letztes Mal nochmal Abenteuer hier. Also, San Cipriano. Auf jeden Fall ein cooles Dorf. Ein verrücktes Dorf mit diesen Brujitas hier, mit dem man fährt. Das ist mega, mega cool. Auch die Wasserfälle und alles sind cool anzusehen. 1-2 Tage, wenn man Zeit hat, kann man hier auf jeden Fall verbringen. Ja, sehr interessant. Ciao, San Cipriano. Gracias. Hasta luego.